Ich fühle mich ja nirgends so entspannt und frei wie im Wald. Es ist entspannender als ein Stadtbummel. Oh, das ist schön, dass du das auch so siehst. Ja, ich gehe so oft ich kann raus in die Berge, in die Natur. Genieße die Ruhe und... Ja, man lauscht der Stille des Waldes und nimmt neue Schwingungen wahr. Ja, das brauchen wir auch für unseren stressigen Beruf, nicht wahr? Also als Ausgleich. Ja, ich habe ja für mich das Shinrin-Yoku entdeckt. Sagt dir das was? Ja, das bedeutet übersetzt, eins werden mit dem Wald und seine Atmosphäre aufsaugen. Aufsaugen? Ich habe diese Anregung von meiner letzten Japan-Reise mitgebracht. Dort ist es eine anerkannte Wissenschaft. Ja, ich wusste ja gar nicht, dass man schon eine Wissenschaft braucht, um sich im Wald wohlzufühlen. Naja, aber vielleicht kann dieses Wohlgefühl ja noch gesteigert werden. Ja? Ich meine, die Forschung beschäftigt sich ja mit allem Möglichen. Also warum dann nicht mit dem Wald und seinem Einfluss auf die Menschen? Ja, klar, wenn man das so sieht, dann... Lass uns den Praxistest machen. Praxistest? Aber wir sind doch schon in der Natur. Das ist doch die Praxis. Ja, also willst du es jetzt ausprobieren oder nicht? Pass auf. Ja, der ist genau der Richtige für dich. Spürst du das? Was genau? Wie wir unser parasympathisches System aktivieren. Spürst du die Ruhe, die sich in dir ausbreitet? Ja, wenn wir jetzt die Cortisolwerte in unserem Speichel messen könnten, dann wäre der sicher sehr niedrig. So entspannt, wie wir sind. Du kannst an Cortisol denken und gleichzeitig entspannen? Du hast recht. Lass uns einfach schweigen und genießen. Ich klebe fest. Das ist das Harz. Es riecht fantastisch. Also irgendwie merke ich, dass du dich gegen den Einfluss des Baumes wehrst. Eher gegen die Kälte des Baumes. Ich bin mir sicher, dass ich dich nach und nach für Shinrin-Yoku begeistern kann. Ja, es ist eine neue Erfahrung. Und da ich ja auch wegen so viel Stahl jetzt des Öfteren am Fürstenhof bin, ergibt sich sicher auch bald die Gelegenheit für einen weiteren Versuch. Ja.